So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe. Absolviere eine Runde auf einer Rennstrecke. Das werde ich. Ja, dann. Eigentlich können wir es auch in der Arena probieren. Ich glaube, ich probiere es auch in der Arena. Dann habe ich ein bisschen was rumgebastelt an den Videoeinstellungen. Eigentlich dürfte es jetzt nicht mehr ruckeln. Ich habe es eben mal mit dem Testvideo gemacht. Und inzwischen ruckelt da nichts mehr, wenn irgendwie ein Gegner kommt. Aber mal gucken, wie es jetzt klappt in der Aufnahme. Zwischendurch kam ruckeln, aber es war halt nicht quasi im Kampf oder so, sondern ich denke mal einfach, wenn die Surferdaten geladen wurden. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon mehrmals helfen konnte, dann lass jetzt gerne ein Abo da. Weiß ja, Support ist kein Mord. So, dann seht ihr unten, der Paysafe-Code wurde in Anführungszeichen leider geknackt. Heißt, ich musste wieder einen neuen holen. Er wurde geknackt von Use Creator Code Peli-FN. Noch nie was von gehört, aber er hat ihn halt geknackt. Und den Code davor hat er Jan C geknackt, der auch schon in einigen Rette die Welt Videos jetzt vorkam. So, wie ihr seht, ich spiele mal eine Runde mit dem Astronauten. Und ich denke mal, wir gehen direkt hier zur Rennstrecke, aber wir werden, denke ich mal, safe nicht da alleine landen. Weil es gibt ja einmal hier die Rennstrecke und dann weiß ich noch, hier war, glaube ich, irgendwann, warte mal, doch da war eine Rennstrecke. Warte, kann ich ranzoomen? Ja, hier war die andere Rennstrecke. Aber wir werden natürlich in die simpelste gehen und nämlich hier hin. So, jetzt hoffe ich nur, dass Arena da wirklich keiner hinfliegt. Und nicht, dass irgendeiner dieselbe Idee hat wie ich. Und wenn, bitte No-Skin, der gar nichts drauf hat und Easy Kill. So, schauen wir mal. Da. Also die Videoqualität ist natürlich jetzt deutlich besser, weil ich habe jetzt einfach alles hochgestellt und habe halt die Codierung über die Grafikkarte gemacht. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass es jetzt mal komplett flüssig läuft, außer normale Lags, aber die hat man ja immer wieder mal kurz. Auf dem PC ist es leider normal. So. Ja, wie ihr gesehen habt, aber das ist halt, wenn die Map nachrendert. So an sich, würde ich jetzt sagen, es laggt nicht wirklich. Ja, jetzt nochmal kurz, weil er am Nachrendern ist. So, wir versuchen hier, ich weiß nicht, ob ich mir erst. Ich lande natürlich nicht alleine da. Ist überhaupt nicht gut. Da ist nur eine Falle. Das war schon mal gut. So, direkt ab auf die Rennstrecke. Ich weiß jetzt nicht, ist hier. Ach, jetzt muss ich mir echt irgendein Board schnappen. Wo sind denn hier Bohrpartner? Weil Fahrzeuge gibt es ja keine mehr. Boah, kommt schon. Hätten wir nicht einfach auf die Startbahn sitzen können? So, kurz warten. Gott, damit bin ich glaube ich noch nie hier eine Runde gefahren. Jetzt hoffe ich auch, dass hier keiner rumgeiert. So, machen wir natürlich ohne Boost. Ganz entspannt. Wie gesagt, ihr müsst halt immer durch die Tore fahren, abkürzen, springen. Ich würde alles sein lassen. Einfach ganz simpel hier rumfahren. Gut, hier konnte man boosten. Vielleicht Boost müsste eigentlich klar gehen. Ah, geht auch. Haltet meistens auf kurzer, gerader Strecke geht das. Ich dachte, der Boost wäre eventuell zu stark. So, hier nochmal rum. Einmal das Tal. Dann ab hier wieder hoch. Hier rum. Hier würde ich jetzt mal keinen Boost benutzen. Ich mache hier die Aufgabe gleich in die besten 25.
Zeit gibt es wieder mal keine. Doch 1 Minute 13. Mal gucken, ob ich. Obwohl, warte mal, ich muss mal gucken, wann die Zone kommt. Ja, Zone macht richtig Auge, aber ich will auf jeden Fall die Dings noch da hinten haben. Was denn jetzt die Pump? Da war sie. Ich denke, ein bisschen Blut habe. Jo. Er springt einfach ab. Gerade gucken, ob hier noch was zu looten ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. Standardblut ist da. Ein bisschen Holz mitholen. Auch wenn ich eh nicht bauen kann. Kappa. So. Noch Zeit haben wir eigentlich noch. Hier war aber sonst nichts mehr. Erstmal das Tor kaputt gemacht mit meinem dicken Schädel. So, jetzt kann man eigentlich noch entspannt durchlooten. Ja. Ach komm, gehen wir schon mal ganz langsam Richtung Zone. Wir haben ja das Board dabei, von daher. Ja, wie ihr gesehen habt, ganz leichte Lecks sind noch da. So. Hier ist natürlich wieder nichts. Ja, er haut sich einfach das Trinken gegen den Kopf. Läuft bei ihm. Kiste? Nix. Wann ist denn hier keine einzige Kiste? Außer wahrscheinlich in der Scheune. Na, wie immer. Zack, 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 zack. So, holen wir uns noch schnell ein bisschen Holz wenigstens mit. Top 15 ist drin. Bam, 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 bam. Ich wundere, dass ich hier noch keinen Gegner gesehen habe. Gleich wieder instant tot. Hier ist keiner. Ah, leichte Lecks waren da. Ist mir die Frage, ob er gerade am Nachrennen dann ist oder. Ja, das war das Thema Kisten einsammeln. Hier keiner ist, wundert mich echt. Und einer versteckt sich. Ach, glaube ich, ja, der normal. Oh, Sniper sind immer gut. Aber dann muss ich ihn sortieren. Die Zone ist aber. Uiuiuiui. Da wünsche ich mir doch das Board gerade wieder, weil die Zone ist echt weit weg.
Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen so rüber, damit ich nicht so laut bin. Aber ich glaube, den Grafikunterschied sieht man schon deutlich. Oh, da fliegt einer. Ich schätze mal, der ist einfach nur zu Lütex zum Rüberkommen geflogen. Ja, da oben ist noch einer. Also hin. Warte. Komm. Schmeckt. Headshot wäre besser gewesen. Ich wette, das geht jetzt eh wieder Niveau so. Ernsthaft jetzt. Was für ein Feigling. Was ist seine Mission? Ah, knapp. Ja, seine Haare verraten ihn. Dann jetzt wo? Hier safe. Ernsthaft. Älteste Bauerntrick der Welt und er benutzt ihn. Da hat er oben seine wegen Dings. Dankeschön. Na. Dr. Goli. Ne, Gohi. Danke für den schönen Sniper-Tod. GG an der Stelle. Aber wir haben gesehen, geleckt hat es nicht. Also wie gesagt, Rennstrecke würde ich halt wirklich hier dir empfehlen. Board liegt da, dann im Haus war auch noch eins. Und dann sage ich in dem Sinne... Haut rein und wie gesagt, liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und wenn noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein Abo raus. In dem Sinne, haut jetzt rein.